Plastfans kommen aus dem Jubel gar nicht mehr raus. 15 Pflichtspiele ungeschlagen. Wahnsinn. Die Truppe von Oliver Glasner zeigt auch heute das Gesicht des Tages. Braucht allerdings etwas mehr als 10 Minuten, um reinzufinden in die Partie. Da die erste Torannäherung durch Thomas Goiginger. Möglich gemacht auch durch einen unfreiwilligen Salto von Michael Lindl, der dann nicht mehr in den Zweikampf kommt. Winkelspitz, der zuletzt gescholtene Kofler reagiert. Aber gut, die anschließende Ecke von Peter Michael. Da ist Abwehrchef Trauner. Auf die Art und Weise hat er seine 3 Saisontore gemacht. In der 17. Minute nächste Standardsituation. Wieder Michael per Freistoß. Und dann steht es 1-0. Das erste Bundesligator von Joao Klaus. Kevin Friesenbichler reklamiert da abseits, ist aber keines, wie diese Einstellung zeigt. Alles in Ordnung. Aus der kurzen Distanz hat Kofler zu wenig Reaktionszeit. Aber interessant, Solbauer und Gollner ziehen die Raumverteidigung des WRC richtig auseinander. Und auch dadurch hat im Endeffekt Klaus alle Freiheiten bei diesem Kopfball. Es ist ein effizientes Spiel der Linzer. Es ist kein gutes Offensivspiel des WRC. Kaum Torgefahr. Das noch erwähnenswert, ein Fernschuss von Lindl in der 23. Minute, 7 Minuten später, Ballverlust WRC und dann geht's blitzschnell über Ranftl und Joao Victor, der schaut einmal auf, sieht, dass der Maximilian Ullmann ranstürmt und der U21-Teamspieler stellt mit seinem dritten Saisontor auf 2-0. Der gesamte WRC verschiebt auf die linke Abwehrseite, deswegen hat Ullmann da drüben jede Menge Platz. Ein perfekter Abschluss per Dropkick mit der Innenseite. Tja, und der Lask bekommt jetzt auch Spielfreude. Vor allem Goiginger, der ist einfach nicht zu stoppen. Versucht es immer wieder, aber scheitert immer wieder bei seinen Abschlussversuchen an Alexander Kofler. Dann ein Wermutstropfen, Christian Ramsebner, wieder fit in der Startelf, holt sich die 5. Gelbe ab, ist beim Schlager gegen Salzburg in einer Woche gesperrt. Gleich nochmal Ramsebner mit diesem Klärungsversuch. Was macht der Gollner da? Joao Victor tanzt Samba mit Solbauer, legt den Ball im rechten Eck ab, macht sein bereits 12. Saisontor und stellt auf 3-0. Von abseits kann auch hier keine Rede sein. Joao Victor kommt zwar aus selbigen, aber durch dieses Hoppala von Gollner ergibt sich eine neue Spielsituation. Und dann macht das der Topstürmer des LASK einfach brennen. Gut. 3-0 damit der Pausenstand. Ja, und WRC-Trainer Itzer muss eine gnadenlose Effizienz des Gegners einfach klar zur Kenntnis nehmen. 4 Schüsse aufs Tor, 3 drinnen. Der WRC startet gut in die zweite Hälfte. Nach diesem Eckstoß von Lindl endlich mal eine richtige Torchance, die allerdings Seko Keuter per Kopf auslässt. Ja, der WRC will, kann nicht. Der LASK kontert. Trauner, wieder Joao Victor auf Joao Klaus. 4-0. Nein. Schiedsrichter Altmann sagt, Handspiel von Klaus, das war ein Handspiel, aber es ist für mich kein strafbares. Der wird nicht am ausgestreckten linken Arm angeschossen, sondern am angelegten rechten. Solbauer trifft den Stürmer, der trifft ins Tor, aber es zählt nicht. Kein Doppelpack für Joao Klaus, aber in der Folge weitere Chancen für die Linzer aus Konterangriffen. Wieder mal Goiginger und wieder scheitert er an Alexander Kofler. Man kann dem WRC nicht absprechen, dass sich die Kärntner bemühen, hier das Resultat zu verschönern, aber es könnte hinten noch viel schlimmer kommen. Kofler verhindert dann auch noch einen Doppelpack von Max Ullmann. 81 Minuten gelingt dem WRC kein einziger Schuss auf das Tor des LASK. Dann das Flanke Schmitz, Schlager faustet den Ball direkt zu Michael Lindl, macht dann aber mit einer tollen Parade alles wieder gut. Und in der 82. Minute gibt es die letzte Chance für die Heimmannschaft. Und zwar nach Pass von Lindl durch den eingewechselten Steiger. Aber der U18-Teamspieler rutscht beim Abschluss weg. Der LASK gewinnt auch das 5. Spiel im Kalenderjahr 2019. Ist als einziges Team im Frühjahr ohne Punkteverlust und weiter richtig.